Woche 8 in der German Football League. Hier ist GFL TV. Unser Spiel der Woche, die Rhein-Neckar Bandits gegen die Munich Cowboys. Aus der GFL Nord, die New Yorker Lions gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Außerdem Dresden gegen Hamburg. Stuttgart gegen Saarbrücken. Wiesbaden gegen Schwäbisch Hall. Und Rothenburg gegen Marburg. Das alles jetzt hier bei GFL TV. Das Team von GFL Internet, TV und Radio wird ausgestattet von 2K5 Athletics, Ihr Teamshop mit Fanware und Teamware. Und Powerstoff, Premium-Funktionsbekleidung. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei GFL TV. Die neueste Nachricht ist, es brennt. Also nicht in der German Football League, aber in Mannheim, wo wir zu Gast sind, in der Nähe des MTG-Stadions, wo heute die Rhein-Neckar Bandits die Munich Cowboys empfangen, was dann auch unser Spiel der Woche ist. Aber das hier ist, so wie wir gehört haben, eine Lagerhalle, die Feuer gefangen hat. Schaut beeindruckend aus. Ich hoffe, es hat keine Auswirkungen auf die Austragung dieser Partie. Jetzt hier im Moment wird auch gerade Football gespielt im MTG-Stadion. Die Jugend der Rhein-Neckar Bandits spielt gegen Holzgerlingen Twister und führt in der zweiten Halbzeit relativ klar. Also das schaut so aus, als wird das was für die Rhein-Neckar Bandits. Das Spiel der Herren gegen die Munich Cowboys ist eine ganz andere Geschichte. Die Cowboys, die in dieser Saison wesentlich besser drauf sind als in der vergangenen Spielzeit, als man ja in die Abstiegsrelegation musste. Die Rhein-Neckar Bandits hatten das Problem, das viele andere Clubs hatten, nämlich sehr viele wetterbedingte Absagen. Die haben eine lange Pause. Ihr letztes Spiel hatten sie zufälligerweise in München vor ein paar Wochen allerdings gewonnen. Ob es heute wieder was wird, wie die Revanche ausgeht zwischen den Rhein-Neckar Bandits und den Munich Cowboys, schauen wir uns jetzt an. Der 27:20 Auswärtssieg der Rhein-Neckar Bandits bei den Munich Cowboys am 1. Juni war das letzte Spiel der Mannschaft von Marvin Washington vor einer wetterbedingten verlängerten Sommerpause für die Mannheimer. Jetzt waren die Münchner wieder zu Gast und zwar fürs Rückspiel im MTG-Stadion und wir haben jetzt erstmal zwei schlechte Nachrichten für sie. Erstens keine Bilder aus dem ersten Quarter, zweitens das, was wir dann haben, ist leider ziemlich unscharf. Wir sind im zweiten Quarter. Es steht 6:0 für die Münchner, die jetzt hier mit ihrer Offense auf dem Feld sind. Erst Barnes auf Wöllner für 10 Yards. First down und dann Barnes, der Quarterback der Cowboys, für Bernhard Bloch, den Tight End, nochmal 19 Yards Raumgewinn. Also die Chance auf weitere Punkte für die Münchner Offense, angeführt von ihrem Offensive Coordinator, weil Patrick Carrier mit Schulterverletzung ausfällt. Aber dann macht Barnes den Fehler, er wirft in die Endzone, Danny Washington klaut der Garrett Andrews den Ball. Das war durchaus kontrovers. Hätte man auch gleichzeitig einen Catch und Touchdown für München geben können, die Schiedsrichter sahen eine Interception. Also keine weiteren Punkte für die Gäste aus München. Dafür die Offense der Rhein-Neckar Bandits mit ihrem Quarterback Marco Ehrenfried. Ja, und sein Pass wird abgefälscht vom Mitspieler, landet in den Händen von Daniel Martin, der den Ball bis zur Bandits 22 zurückträgt. Also gleich wieder die Offense der Cowboys auf dem Feld. Und da haben wir Barnes, der rollt wieder auf die linke Seite. Und diesmal findet er den eigenen Mann, nämlich Garrett Andrews, zum Touchdown aus 22 Yards Entfernung. 13:0 München. Dauerte lange, bis vor allen Dingen die Mannheimer Offense in diesem Spiel in die Gänge kam. Aber dann spielte Danny Washington eben auch mal wieder auf der Running Back Position, was er in dieser Saison relativ selten tut. Läuft hier für 20 Yards Raumgewinn. Fehlen noch 16 bis in die Endzone und Washington bleibt als Running Back auf dem Feld. Und bitteschön, da sind die fehlenden 16 Yards. Touchdown für die Rhein-Neckar Bandits. Sie verkürzen auf 7:13. Es war dann Ende der ersten Halbzeit offensiv ein bisschen flotter als über weite Strecken vorher. Die Münchner versuchten sich ebenfalls mit Barnes und Philipp Vinzenz 26 Yards. Und dann wieder München in der gegnerischen Red Zone und die Münchner dann wieder mit einem Fehler. Diesmal
keine Diskussion. Den hat der Quarterback, den hat Barnes einfach übersehen. Linebacker Daniel McCray mit der Interception. Letzte Chance vor der Pause auf Punkte für die Mannheimer. Pass von Ehrenfried auf Stefan Merching für 12 Yards. Am Ende des Drives ein Field Goal von Dennis Lindenblatt aus über 50 Yards Entfernung. Das ist viel verlangt und in diesem Fall zu viel. Kick ist nicht gut. 13-7 führen die Münchner zur Pause. Und ja, das war das Bild im MCG-Stadion. Die Rauchsäule über dem Stadion komplett während der gesamten Partie. Das Feuer wurde erst spät in der Nacht gelöscht. Es war eine Lagerhalle, in der Styropor gelagert wurde. So, dann zweite Halbzeit. Und hier haben wir gleich mal einen langen Pass von Ehrenfried beim ersten Versuch. Vorher gab es 5 Punts, also wieder mal offensiv schwierig zu Beginn der zweiten Hälfte. Und Ehrenfried, der keinen guten Tag erwischt hat, wirft hier den Ball vor die Füße von Chase Elliott. Also dritter Versuch. Antoine Smith, der ehemalige Saarland Hurricanes Quarterback, jetzt auf dem Feld mit Play Action. Und dann findet er Chase Elliott für 51 Yards und das ist der Touchdown. Und weil die Münchner am Anfang einen Extrapunkt versemmelt hatten, liegen sie jetzt einen Punkt hinten. 14-13 für Mannheim. Aber die Cowboys Offense jetzt dann auch wieder besser mit Blake Barnes und Markus Gärtner und 19 Yards Raumgewinn. Und genau diese gleiche Combo Barnes und Gärtner ist dann anschließend auch zuständig für diesen Touchdown aus 9 Yards Entfernung. München wieder vorne 20-14. Rein ins letzte Quarter, 2. und 17. Marco Ehrenfried mit dem Pass über die Mitte. Daniel Ferrer fängt ihn ab. Die dritte Interception schon von Ehrenfried in dieser Partie. Der Quarterback der Bandits hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Dafür dann wieder die Münchner mit Barnes und Philipp Vinzenz. Der Pass ist unvollständig. Aber in dieser entscheidenden Phase der Partie dann Barnes beim dritten Versuch auf Bernhard Bloch und er geht über die Mitte in die Endzone zum Touchdown aus 24 Yards Entfernung. München führt 27-14. Mannheim jetzt dann also unter Druck, aber die produzieren ein Turnover on Downs. Und die Münchner Offense mit Barnes und der macht hier beinahe einen fatalen Fehler, aber Bernhard Bloch verhindert die Interception, fängt am Ende sogar noch den Ball. Kurz danach 2. und 11. Barnes. Da warten viele den kurzen Pass, aber es kommt der lange Ball auf Garrett Andrews. Der Verteidiger schätzt die Situation falsch ein. Andrews ist auf und davon. Es war sein dritter Touchdown der Partie. Den ersten hatten wir leider nicht im Bild. Der 5. Touchdown-Pass von Barnes. 34-14. Mit 7 Punkten hatte Mannheim das Hinspiel gewonnen. Also um zumindest noch den direkten Vergleich für sich zu entscheiden, mussten die Mannheimer jetzt dringend was tun. Also Ehrenfried auf Chase Elliott für 39 Yards. Spektakulärer Catch. Und dann aber vor der Endzone. Ehrenfried sucht seinen Receiver, findet ihn nicht. Und damit war klar, München gewinnt das Spiel. München gewinnt den direkten Vergleich gegen Mannheim. Endstand im MTG-Stadion. Bandits 14, Cowboys 34. Ja, wir sind hier mit unserem Spieler der Woche, Garrett Andrews, Wide Receiver von den Munich Cowboys. Congratulations, Garrett. Gratulation zum Spieler der Woche, Garrett. Sie haben heute 3 Touchdowns erzielt. Trotz dieser 3 Touchdowns war es für beide Teams heute ein offensiv schwieriges Spiel. Woran lag das denn? Das waren heute 2 Top-Verteidigungen. Und wenn die aufeinandertreffen, dann kracht es richtig. 1-2 Big Plays geben den Ausschlag. Ja, und wir haben die gemacht. Unser Tight End hatte heute einen tollen Catch und unsere Linie hat sich in der zweiten Hälfte gesteigert und am Ende hat sich das ausgezahlt. Ja, unter dem Strich 34 Punkte ist auch nicht so übel. Nein, das ist sogar ziemlich gut. Wir sind immer dran geblieben und wir wussten, die Bandits sind immer für ein Comeback gut, also mussten wir selber noch was tun. Wie ist es eigentlich mit dem Spielertrainer als Quarterback?
Es ist cool, dass er da ist. Man ist voll dabei, wenn er die Spielzüge aussucht. Es gibt also wenig Verwirrung. Er ist ein sehr guter Quarterback, er erfüllt seine Rolle und macht das richtig gut. Das war der vierte Cowboys-Sieg in dieser Saison. Was ist in dieser Saison für Sie drin? Oh, es ist alles möglich. Wir können alles erreichen. Wenn es so rund läuft bei uns, dann ist vieles möglich. Aber wir denken nur bis zum nächsten Spiel. Mal sehen, was da noch geht. Coach Washington, Sie haben heute nach einem harten Kampf gegen die Cowboys verloren. Warum hatte München das bessere Ende für sich? Ja, das muss ich mir nochmal auf Video anschauen. Wir haben am Ende einige Fehler in der Abwehr gemacht. München hatte viele unterschiedliche Formationen und darauf wollten wir eigentlich reagieren. Nach der Pause hat das aber nicht mehr richtig geklappt. Wir haben da manchmal falsch gestanden. Sie hatten heute auch ziemlich viele Auswechselfehler. Woran lag das? Naja, wir sind hier nur zwei Trainer in Mannheim. Da kann so etwas schon einmal passieren. In der zweiten Hälfte hatte Marco Ehrenfried ein paar Probleme. In einer Situation hat dann Antoine Smith beim dritten Versuch einen Touchdown-Pass geworfen. Haben Sie danach überlegt, Antoine im Spiel zu lassen? Kurz, aber das wird nicht passieren. Marco ist unser Quarterback und wenn er mal ein schlechtes Spiel hat, wird er nicht gleich rausgenommen. Ich denke, er ist der beste deutsche Quarterback. Er hatte zwischendurch ein paar Probleme und wir müssen herausfinden, was da los war. Aber er wurde in der Vergangenheit schon woanders auf die Bank gesetzt. Hier passiert ihm das nicht. Wir haben zwei Quarterbacks, aber er ist unser Mann. Am Ende klingt 34-14 sehr deutlich, aber es war lange ein harter Kampf. Absolut, wir wussten, dass wir im direkten Vergleich hinten liegen, deswegen war es wichtig, mit der Führung im Rücken weiter konzentriert zu bleiben. War das der Gedanke hinter dem langen Touchdown-Pass kurz vor Schluss, wo wir eigentlich einen kurzen, sicheren Pass erwartet hatten, um die Uhr weiterlaufen zu lassen? Das war die Entscheidung des Offensive Coordinators. Aber das Resultat gefällt Ihnen doch. Ja. Wie war das zweite Spiel mit Blake Barnes als Offensive Coordinator und Quarterback? Sehen Sie Fortschritte? Da gibt es schon noch einiges zu verbessern. In der ersten Hälfte wollte er es ein paar Mal erzwingen. Wir haben darüber gesprochen. Ich sagte ihm, wirf den Ball ruhig mal weg. Bei einem unserer Touchdowns dachte ich sogar, er hätte den Ball weggeworfen und dann am Ende war es ein Touchdown für uns. Ich muss mir das nochmal anschauen. Das war also unser Spiel der Woche. Die Rhein-Neckar Bandits verlieren gegen die Munich Cowboys mit 14-34. Hier sind dann langsam alle auch dem Nachhauseweg, auch wenn sich manche ein bisschen schwerer machen als andere. Wir schauen jetzt mal in die GFL Nord. Da gab es ja auch ein paar interessante Spiele und vielleicht vor allen anderen die Partie Braunschweig gegen Kiel. New Yorker Lions gegen die Kiel Baltic Hurricanes, das war das Duell im Eintrachtstadion an der Hamburger Straße vor 4.122 Zuschauern. Es war das Duell zweier ungeschlagener Teams in der GFL Nord. Nach drei Punts sehen wir die Braunschweiger im Ballbesitz mit ihrem Running Back David McCants und 14 Yards Raumgewinn durch die Mitte. McCants ohnehin wichtiger Spieler bei den Lions, jetzt noch wichtiger, weil Quarterback Jose Mola mit einem Kreuzbandriss ausfiel. Der Backup Mike Friese musste ran und er gab den Ball erstmal an McCants. Das waren nochmal 11 Yards Raumgewinn. Dann die Braunschweiger mit ihrem zweiten Running Back mit Sven Rosemann. Das sieht gut aus, aber zählt nicht wegen Holding. Deshalb gibt's nur einen Field-Goal-Versuch von Tobias Göbel aus satten 48 Yards Entfernung, aber Respekt, der Kick ist gut. 3-0 für Braunschweig, die einzigen Punkte im ersten Durchgang. Wir gehen rein ins zweite Quarter. Kiel bis dahin mit zwei Three-and-Outs und drei Punts und dann mal mit Running Back Alex Allen für 7 Yards. Verletzungsprobleme bei Kiel, unter anderem fehlte Receiver Marcial Williamson.
der Big Play-Mann mit einem Mittelhandbruch. Dann nochmal Lauf Allen. Und das reicht dann aber am Ende nicht für ein First Down. Die Kieler müssen punten. Also Braunschweig mit der Offense auf dem Feld. Und Friese findet John Clemens für 12 Yards Raumgewinn. Aber dann ist wieder Zeit für David McCants. Der Raw überrascht die Kieler. Und das sind 21 Yards Raumgewinn. Anschließend dritter Versuch und Goal für die Gastgeber. Mike Friese aus der Shotgun wirft sein Pass, ist abgefangen von Jan Abrahamsen. Ja, der bekommt dann noch den entscheidenden Block und ist auf und davon und trägt den Ball 99 Yards zurück in die gegnerische Endzone und die Kiel Baltic Hurricanes führen mit 7:3 in Braunschweig. Aber dann wieder die Gastgeber mit dem letzten Drive der ersten Halbzeit in einem Defense-dominierten Spiel. Friese findet Tommy Pinter für 18 Yards. Und dann letztes Play, erster Durchgang, Pass von Friese in die ungefähre Richtung von John Clemens. Der Ball ist unvollständig. Ja, und dann war schon Halbzeitpause. 7:3 die Führung für die Kiel Baltic Hurricanes beim Seitenwechsel. Und nach diesem Seitenwechsel gleich wieder Braunschweig im Ballbesitz mit Friese aus der Shotgun. Jetzt wurde ein bisschen mehr geworfen, zum Beispiel auf Pascal Meyer für 11 Yards. Aber natürlich das Herzstück der Braunschweiger Offense, das heißt David McCants. So, der bekommt hier wieder den Ball und wühlt sich irgendwie durch die Mitte für 16 Yards. Und dann Pass angetäuscht, Lauf McCants in die Endzone, da ist der Jubel, aber der kommt zu früh. Touchdown zählt nicht wegen einer Strafe, wegen eines Holdings in der Braunschweiger Linie. Also neuer Anlauf für die New Yorker Lions mit Friese. Und der findet Pinta. Und der macht genug Raumgewinn für einen First and Goal an der 4-Yard-Linie. So, und von hier aus, da klappt's dann jetzt. McCants im zweiten Anlauf zum Touchdown, dem ersten Offensiv-Touchdown dieser Partie, 9:7. Braunschweig kommt anschließend in der Swinging-Gate-Formation und da wird der Ball gesnappt zu Christian Bollmann und der wirft auch Pinter und der ist frei und lässt den Ball fallen. Es bleibt beim 9:7. Dann wieder die Kieler Offense mit Matt Johnson und Alex Allen und der macht hier 19 Yards. Die Gäste insgesamt mit Problemen, ein konstantes Offense-Spiel aufzubauen. Allen läuft hier, kommt dann am Schluss ins Straucheln, aber auch das waren 16 Yards. Klingt gut, aber es folgten 3 Strafen bei den nächsten Plays. Also ist es 3. und 30 und dann versuchen sie den Endaround mit Lenny Green und er hat keine Chance und verliert nochmal 10 Yards. Ja, und dann waren wir schon im 4. Quarter. Lange Drives ohne Punkte. Das war so ein bisschen das Motto dieser Partie. Und jetzt dann wieder die Gastgeber mit dem Pitch auf McCants und 22 Yards Raumgewinn. McCants ganz klar der Star, der überragende Mann seiner Mannschaft. Aber sie hatten auch Friese und sie hatten Pinter und der fängt hier den Ball, bricht den Tackle und da kommt Abrahamsen von hinten, schlägt ihn frei. Derek Posdorfer erobert ihn für die Kieler. Ein Turnover, ein Fumble von Pinter. Ja, und dann schon die letzte Chance für Kiel. 3. und 19 an der eigenen 7-Yard-Linie. Quarterback Matt Johnson. Der entkommt hier aus der Pocket, die Seitenlinie entlang, macht tatsächlich ein neues First Down und 22 Yards Raumgewinn. Trotzdem noch ein weiter Weg zu gehen zu dem Field Goal, das Kiel in dieser Situation braucht. Johnson, der macht hier einen Fake Spike, täuscht nur an, dass er den Ball zu Boden wirft, um die Uhr anzuhalten. Der anschließende Pass ist gefangen, aber die Schiedsrichter haben abgepfiffen. Und Johnson regt sich darüber so auf, dass er anschließend eine Strafe wegen Unsportlichkeit bekommt. Und dann bedeutet das letzte Kieler Play von der eigenen 12-Yard-Linie. Mit anderen Worten,
Ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Johnson holte alles raus, was aus seinem Arm rauszuholen ist, aber das reicht dann höchstens bis zur Mittellinie. Pass am Ende auch noch unvollständig. Ja, und damit steht der Sieger fest und er heißt New Yorker Lions aus Braunschweig. Im Duell der beiden Ungeschlagenen haben also die Gastgeber, die Lions aus Braunschweig, am Ende die Nase vorne. Erste Saisonniederlage für den Dauerfinalisten der letzten Jahre, für die Kiel Baltic Hurricanes. Franken Knights Quarterback Cedric Townsend musste letzte Woche mit seinem Team eine bittere Heimniederlage gegen die Munich Cowboys kassieren. Jetzt waren die Marburg Mercenaries zu Gast im städtischen Stadion von Rothenburg. Vor 850 Zuschauern wollten es die Gastgeber diesmal besser machen. Und Townsend war auch gleich mal hoch motiviert. In dieser Partie findet hier Joe Joyner aus 10 Yards Entfernung zum 7:0. Wiederholung, das ist ein bisschen ungewöhnlich von der anderen Seite des Feldes. Also hier Joyner mit dem Hechtsprung in die Endzone. Touchdown für die Knights. Dann gucken wir auf die Marburg Mercenaries und ihren Quarterback, auf Micah Brown. Der hat hier sehr viel Zeit und findet dann Receiver Philipp Prohaska für 21 Yards Raumgewinn. Die Mercenaries erst in der Nähe der Mittellinie und dann 8 Yards vor der Endzone. Der Gastgeber Johannes Thiel, der Running Back der Marburger, mit dem Touchdown. Extrapunkt nicht gut, 7:6. Johannes Thiel, der zuletzt ja dann auch noch als Linebacker eingesetzt wurde bei den Marburg Mercenaries in der vergangenen Saison. Jetzt ist er wieder der Ballträger Nummer 1 mit amerikanischem Quarterback. Gehen wir rein ins zweite Quarter. Hier sind die Gastgeber und die Knights mit ihrem Running Back Corey Danzy aus 17 Yards. Und Marburg kassiert den zweiten Touchdown. Corey Danzy also mit dem Lauf in die Endzone zum 14:6. Das ist ja der Mann mit der Nummer 25. Dann war es wieder Zeit für Marburg und für Micah Brown und für den amerikanischen Receiver-Neuzugang Luke McCann, der frühere Saarländer, mit 26 Yards Raumgewinn. Es folgt Brown auf Prohaska, 16 Yards, Touchdown zum Ausgleich, 14:14. Anschließend mussten die Franken Knights punten. Also gleich wieder die Offense der Gäste auf dem Feld, die noch kein Spiel verloren haben in dieser Saison. 4 Siege stehen zu Buche für die Marburg Mercenaries. Nicht alle Leistungen waren überzeugend, aber hier offensiv läuft es ganz gut in Rothenburg. Erst Johannes Thiel für 11 Yards. Und dann nochmal Johannes Thiel. Und diesmal sind es nicht nur 11, sondern 30 Yards Raumgewinn. Anschließend fehlen 5 für die Endzone. Das macht Micah Brown 21:14. Erste Führung also für die Marburg Mercenaries. Jetzt dann die Offense der Franken Knights mit Cedric Townsend, der einen guten Tag erwischt hatte und natürlich auch als Läufer immer eine Gefahr ist. Er probiert es über die linke Seite und muss angeschlagen raus. Am Knöchel hat es ihn wohl erwischt, Cedric Townsend. Deswegen Alex Hübsch, der junge zweite Quarterback, der frisch aus der Jugend gekommen ist, auf dem Feld. Vierter Versuch, Hübsch, Pass ist unvollständig und das war Glück für die Rothenburger. Dann ist Halbzeit und die Marburg Mercenaries führen 21:14. Um es vorwegzunehmen, Cedric Townsend konnte nicht weiterspielen. Also Hübsch war der Quarterback für die Gastgeber in der zweiten Halbzeit. Dann aber erstmal wieder Marburg mit Thiel und 9 Yards. Dann Marburg mit Micah Brown. Das ist allerdings ein vollkommen verunglückter Pass. Benji Barnes fängt ihn ab für Rothenburg, die allerdings offensiv nichts auf die Reihe brachten, aus der eigenen Endzone panten mussten. Und so stehen die Marburger gleich wieder vor eben dieser Endzone.
Brown über die linke Seite entscheidet sich selbst zu laufen. 8 Yards. Kein Touchdown, aber ein Field Goal. 19 Yards die Entfernung für Lars Weck. Der trifft und dann sind es zum ersten Mal 10 Punkte Führung für die Gäste. 24-14. Bei Rothenburg mit Alex Hübsch als Quarterback ging absolut nichts zusammen in der Offense. Also gleich wieder Marburg mit dem Touchdown-Pass von Brown auf Prohaska. Anfang des vierten Quarters war jetzt dann eigentlich alles klar. 30-14 die Führung für die Gäste. Die immer wieder im Ballbesitz waren. Lauf von Lars Weck. Und dann Touchdown-Lauf von Brown. 13 Yards in die Endzone. 37-14. Da war dann endgültig alles klar. Keine Zweifel mehr. Ja, und Alex Hübsch, der letzte Woche gegen München einen guten Drive hatte. Hier musste er mehr als eine Halbzeit spielen. Am Ende brachte er nur 3 von 16 Pässen an. Der hier landet auch beim Gegner bei Daniel Katusic. Interception von Hübsch und wieder Ballbesitz für die Gäste. Und dann erstmal das Laufspiel der Mercenaries mit Lars Weck für 13 Yards. Und damit bereitet er am Ende sein eigenes Field Goal vor aus 18 Yards Entfernung. Lars Weck zum Endstand 40-14. Die Franken Knights verlieren also zum zweiten Mal in Folge zu Hause gegen die Marburg Mercenaries. Und sie verlieren vor allen Dingen ihren Quarterback Cedric Townsend, der für Lauf- und Passspiel verantwortlich ist. Wie das also weitergeht in Rothenburg, wir werden es gespannt beobachten. Aber es ging so ein bisschen so los wie letzte Woche. 14 Punkte gemacht gegen den Gegner und dann auch schon bevor Cedric Townsend sich verletzt hat, dann ist ein bisschen die Offense abgebaut. Sehen wir es jetzt jede Woche, dass irgendwie so ein Quarter super und dann irgendwas passiert, was auch immer, was dann dazu führt, dass es nicht mehr so läuft? Also das hoffen wir natürlich alle nicht, dass wir das jetzt jede Woche so sehen. Ja, es war vergleichbar auf jeden Fall mit München. Ja, am Anfang richtig gut aufgedreht, gute Offense gespielt, gute Defense gespielt. Zur Halbzeit auch noch nur mit einem Touchdown hinten gelegen. Und also da dachte man eigentlich schon noch, dass wir das Spiel noch rumdrehen können. Aber dann sind wir eigentlich komplett eingebrochen, Offense wie Defense. Ja, in der Defense lief es dann auch nicht mehr so rund. Letzte Woche haben die Münchner den Pass für sich entdeckt, heute die Marburger den Lauf. Welche Baustelle ist da jetzt aufgegangen? Ich glaube einfach, dass da das Problem ist, dass die Jungs einfach dieses Zusammenspiel in ihren Formationen oder in den Fronts noch nicht so richtig beherrschen. Und das müssen wir jetzt langsam mal schauen, dass wir es im Training abstellen, weil sonst kriegen wir da wirklich Probleme gegen jeden Gegner. Ja. Zwei Amerikaner heute ausgefallen, Cedric Townsend und der D-Liner. Wie schlimm ist es? Gab es da schon erste Neuigkeiten? Also Tim Cotton ist ein Deutscher, hat irgendwas am Knöchel, hat natürlich einen amerikanischen Namen, ist im Krankenhaus, da wissen wir noch nichts. Gebrochen ist anscheinend nichts. Cedric Townsend hat gerade sein Okay gegeben im Abschlusshuddle, dass er bis nächste Woche wieder fit ist. Hat irgendwas am Knöchel. Wir hoffen, dass er natürlich auch wieder da ist und dann wieder voll spielen kann. Was überwiegt da? Die Meinung der Ärzte, die Meinung des Quarterbacks, die Meinung des Headcoaches? In erster Linie die Meinung der Ärzte. Also wir wollen natürlich schon schauen, dass der auch wirklich richtig fit ist, ansonsten geht er nicht aufs Spielfeld. Matthias, heute deutlicher Sieg hier in Rothenburg. Besondere Stärke, die mir aufgefallen ist, euer Laufspiel. Hat das zum Gameplan dazugehört oder hat sich das überraschend ergeben? Wir hatten ja vorher uns schon kurz unterhalten und hatten gesagt, dass wir das nehmen wollen, was uns der Gegner gibt. Und ja, das Laufspiel hat funktioniert und wir sind endlich mal anders als in den Spielen zuvor dabei geblieben, was funktioniert hat und haben damit ganz gut Yards gemacht, ja. Ja, anders als in den Spielen zuvor war es heute tatsächlich überzeugend und die Mannschaft hat nicht das Gefühl gegeben von oben auf der Tribüne, als würde sie sich auf dem Vorsprung ausruhen. War das dann auch das Gefühl in der Teamzone? Ja gut, beruhigend wirkt natürlich dann auch, wenn der gegnerische Spielmacher nicht mehr auf dem Platz ist. Am Anfang waren wir aber auch, obwohl Franken sehr stark ins Spiel gestartet ist, gleich mit der Offense präsent, haben das dann ziemlich schnell ausgeglichen und sind dann immer besser reingekommen. Wie du eben schon sagtest, war es heute deutlich besser, dass wir danach nicht wieder einen Gang zurückgeschaltet haben, sondern weiter Gas gegeben haben. Schwierige Saison für Wiesbaden Phantoms Head Coach Sven Gloss. Kein Sieg, 7 Niederlagen. Der 4. Quarterback mit Receiver Willie Milhouse
als Starter und das gegen den deutschen Meister, die Schwäbischer Unicorns. Die waren zu Gast im Helmut-Schön-Sportpark von Wiesbaden vor 720 Zuschauern. Gehen wir rein in die Partie, beginnen gleich mal am Anfang mit dem ersten Offensivplay für die Gäste in den weißen Trikots. Das ist der Quarterback, das ist Ryan Taggart und der findet hier Johannes Brenner über die Mitte für 25 Yards. Also der eine Brenner im Team, der andere auch, nämlich Johannes Bruder Felix, 40 Yards, der Pass von Taggart. Aber wie es gute Tradition ist oder vielleicht auch schlechte Tradition bei den Schwäbischer Unicorns, der Extrapunkt nicht gut, 6:0 für die Gäste. Also bei Wiesbaden wieder Receiver Willie Milhaus, nachdem Quarterback Frank Grimm, die Nummer 3, im Urlaub ist. Die ersten beiden Jungs verletzt. Milhaus als Quarterback, das war letzte Woche schon ein wenig erfolgreiches Experiment. Und auch hier findet er Patrick Ihl beim 3. und 9 nicht. Die Gastgeber müssen punten. Bei Schwäbisch Hall lief es ein bisschen besser. Johannes Brenner über die Mitte. Der rutscht der Verteidiger aus. Das nutzt Brenner aus für 31 Yards Raumgewinn. Anschließend stehen die Unicorns ein Yard vor der Endzone der Phantoms. Das eine Yard erledigt Brian Rushing. Touchdown Schwäbisch Hall. 0:13 der Zwischenstand. Dann wieder die Offense der Gastgeber und wieder ein dritter Versuch für William Milhouse, der wieder auf die rechte Seite rausrollt. Dann hat er Druck und dann wirft er spät und über die Mitte. Sollte man nie tun, wenn man ein gelernter Quarterback ist. Drew Fischer weiß das, der Safety der Schwäbisch Hall Unicorns macht die Interception. Also Ryan Taggart auf dem Feld mit dem Pass auf seinen Running Back, auf Waldemar Schander für 15 Yards. Damit gehen wir rein ins zweite Quarter. Erstes Play des zweiten Quarters, Field Goal Versuch für Schwäbisch Hall, aber der Kick von Thomas Rauch wird geblockt. Anschließend allerdings ein Fumble der Wiesbaden Phantoms, also gleich wieder die Offense der Schwäbisch Hall Unicorns. Pass von Taggart, dann findet er Johannes Brenner, der kann den Ball aber nicht festhalten, kurz vor der Goal Line. Incomplete, vierter Versuch und 9. Taggart wirft in die Richtung von Thomas Hambalek, aber es jubelt Dennis Kosak zurecht, denn diese Passabwehr war klasse. Dann aber, und das war das Problem, wieder die Wiesbadener Offense. Und Milhaus, der diesmal auf die linke Seite rollt und den Ball hoch über die Mitte wirft. Tja, und da ist Drew Fischer und der macht die Interception. Hatten wir schon mal. Und damit wieder Ballbesitz Schwäbisch Hall. Die Ballübergabe durch die Mitte, das ist Brian Rushing und der trifft da genau die Lücke und ist auf und davon. 64 Yards der Raumgewinn bis in die Endzone. Klasse Play von Brian Rushing, der stimmt dann alles und die Wiesbadener laufen an ihm vorbei und Rushing ist auf und davon. 20:0 für Schwäbisch Hall. Das hier ist der nächste Spielzug. Ballübergabe von Milhaus an Dominik Vogtländer. Das sieht erst gut aus. Und dann verliert Vogtländer allerdings den Ball. Thomas Rauch erobert ihn für Schwäbisch Hall. Unicorns anschließend dann mit einem vierten Versuch und 3. Aber Taggart unbeeindruckt findet Felix Brenner für 33 Yards Raumgewinn. Die Schiedsrichter sagen, er war nicht in der Endzone. Viel kann nicht gefehlt haben. Ball wird an der 1-Yard-Linie platziert. Strafe gegen Wiesbaden. Wird natürlich abgelehnt. Also erster Versuch und Goal für Schwäbisch Hall. Und hier kommt Brian Rushing. Dritter Touchdown für ihn in der ersten Halbzeit. 27:0. Für die Unicorns und das war dann auch der Spielstand zur Pause. Also eigentlich schon alles klar in diesem Duell. In der Vorwoche die Wiesbaden Phantoms nach schwacher offensiver erster Halbzeit dann nach dem Seitenwechsel ein bisschen besser, ein bisschen gefährlicher. Schauen wir mal auf Milhaus beim 3. und 22. Da wirft er diesmal nicht wild über die Mitte, sondern
läuft selbst und das funktioniert in diesem Fall ganz hervorragend, nämlich für einen 39 Yards Raumgewinn. Kurz danach ist es dritter Versuch und 10 und dann die Ballübergabe, der Pitch zu Thomas Hoge. Und der läuft nochmal 19 Yards, bis an die 1-Yard-Linie. Auch er war nicht drin in der Endzone. Trotzdem, 1 Yard, das ist dann kein Problem mehr für Milhouse, der selber läuft. 7-27, die ersten Punkte für Wiesbaden in diesem Spiel. Die Wiesbaden ja frustriert, noch sieglos, obwohl sie in ganz vielen Spielen ganz, ganz nah dran waren. Allerdings gegen Schwäbisch Hall, weder im Hinspiel noch jetzt hier, wirklich eine enge Angelegenheit. Das sieht man dann auch hier wieder, 1. und 20 für die Unicorns. Und das ist ein Lauf von Schander für 39 Yards Raumgewinn. Und die allerletzten Hoffnungen der Gastgeber macht dann Tager zunichte mit diesem Touchdown-Pass auf Thomas Hambalek. Aus 12 Yards Entfernung 34-7. Das ist der Zwischenstand im dritten Quarter. Wechseln wir nochmal die Seiten rein ins vierte Viertel. Die Wiesbaden Phantoms nochmal mit ihrer Offense unterwegs und nochmal mit einem späten Highlight. Der Touchdown-Pass von Milhouse auf Patrick Ihl aus 15 Yards Entfernung. Groß der Jubel bei den Wiesbaden Phantoms, aber am Ende steht mal wieder eine Niederlage. Die achte dieser Saison, klares und sicheres Endergebnis für die Schwäbisch Hall Unicorns. Endstand 34-14 für den deutschen Meister. Ohne ihren etatmäßigen Running Back Pushawn Brown empfingen die Stuttgart Scorpions die Saarland Hurricanes vor 823 Zuschauern im Gazi-Stadion. Also Brown im Stadion, aber nicht auf dem Spielfeld. Die Stuttgart Scorpions in den roten Trikots. Wir schauen uns gleich mal den Auftakt-Kickoff für die Stuttgarter an. Returner für die Saarland Hurricanes, das ist ihr Top Running Back, der war nicht verletzt, Andre Buford. Und der zeigt gleich mal, was er drauf hat, findet hier die Lücke, trägt den Ball in die gegnerische Hälfte. Am Ende bekommt er nicht den richtigen Block von seinem Mitspieler, deswegen sind es nur 76 Yards Raumgewinn. Aber Ball an der 12-Yard-Linie, kurz danach ist es dritter Versuch und Goal für die Hurricanes und ihren Quarterback Dan Dobson. Der wird dann allerdings von Oliver Metzger gesackt. Und ein Personal Foul gegen Buford gibt es noch obendrauf. Sodass Kai Brademann anschließend aus 44 Yards Entfernung kicken muss. Also 44 Yard Field Goal nach 76 Yard Kickoff Return. Hätte man dem Kicker leichter machen können, aber er ist der Aufgabe gewachsen. Dieser Brücker führen 3-0. Aber eben haben wir uns einen Kickoff angeschaut von Stuttgart. Jetzt schauen wir auf den der Saarländer Brademann. Der Returner für die Stuttgarter ist John W. Pike, ihr amerikanischer Defensive Back. Und der macht das auch nicht schlecht, wenn auch nicht ganz so gut wie Buford vorhin auf der anderen Seite, aber 42 Yards beim Kickoff-Return sind nicht zu verachten. Stuttgart setzte ohne Pushawn Brown erstmal auf Torrey Burns. Der läuft hier für 4 Yards. Dann anschließend beim 3. und 2 wird er gestoppt vor dem First Down, bedeutet, es folgt ein 4. Versuch und 1. Die Spitze des Balls muss über die Markierung erzeigen. Weil noch so viel fehlt. 4. und 1, beziehungsweise 4. und Inches. Und da bekommt Burns den Ball und er wird im Backfield gestoppt für 2 Yards. Raumverlust, kein First Down für Stuttgart. Also wieder die Hurricanes. Mit Dan Dobson, Play Action, dann rollt er auf die linke Seite und findet Sven Norrig für 42 Yards. Ball wieder an der Stuttgarter 12-Yard-Linie, also erneut in der Red Zone der Scorpions. Und nachdem es vorhin nur ein Field Goal gab, klappt es jetzt besser für die Saarländer. Pass von Dobson wieder auf Norrig, 5 Yards. Touchdown 0-10, der Zwischenstand.
Bei Stuttgart dagegen ging wenig zusammen. Das hier ist so ein bisschen typisches Play. Tom Schneider, der Quarterback, Lukas Hitzker, der Running Back und dann kommt Jermaine Gwynn und klaut den beiden den Ball bei der Übergabe. Klasse Play vom Amerikaner. Ja, und nach dem Fumble die Hurricanes in guter Ausgangsposition, allerdings nur bis Daniel Miros hier den Quarterback sackt, Dobson zu Boden gerissen, also wieder nur ein Field-Goal-Versuch für Bademann aus 35 Yards Entfernung. Tja, und vorhin hatte getroffen aus 44, jetzt aus 35 klappt es nicht. Es bleibt beim 10:0 für die Gäste. Gehen wir rein ins zweite Quarter nach einem Stuttgarter Punt. Da haben wir die Hurricanes und da haben wir Dobson und da haben wir Marcus Richardson. Den haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, aber nun ist es soweit. 29 Yards. Natürlich ein neues First Down. Kurz danach 1. und 15 für die Saarländer. Da haben wir Buford über die rechte Seite. Buford, der sich 17 Yards Raumgewinn erkämpft und ein neues First Down. Und apropos Buford, da ist er wieder. Und dem schaut man immer gerne zu, vorausgesetzt, man ist kein Verteidiger auf der anderen Seite des Balles. 17 Yards Raumgewinn, wieder First Down. Also Buford bereitet es vor, abgeschlossen wird es dann von Dobson und Richardson aus 10 Yards Entfernung. 17:0 für die Gäste im zweiten Quarter. In Stuttgart, ja, da haben sich einige Scorpions die Augen verwundert gerieben. Vor allen Dingen müssen die Stuttgarter danach wieder punten. Und Dobson hat hier Probleme mit dem Snap, läuft dann selber für 19 Yards. Und dieser Tackle von Jason Scott ist eigentlich ein klarer Horse-Collar-Tackle, wird allerdings nicht gegeben. Und so folgt ein Field-Goal-Versuch von Brademann mit auslaufender Uhr. Und der wird geblockt und deswegen zur Pause nur in Anführungszeichen 17:0 für die Saarland Hurricanes, die diese erste Hälfte im Gazi-Stadion ganz klar dominiert hatten. Also Stuttgart im Glück, dass das Spiel nicht zur Pause schon gegen sie entschieden war. Und da gucken wir mal in die zweite Hälfte, ob es jetzt besser läuft bei den Scorpions. Das ist Tom Schneider beim 3. und 4, der läuft hier, ja, aber macht nur ein Yard Raumgewinn. Also es folgt erneut ein Punt. Und zwar dieser hier, Matthias Scheuring ist der Panther von den Stuttgart Scorpions. Der Kick ist unterwegs und Jaron DeShazer heißt der Returner für die Saarland Hurricanes. Und der macht das auch nicht so schlecht. Das sind satte 55 Yards und die Stuttgarter Misere setzt sich dann also auch in der zweiten Halbzeit fort. Bei den Scorpions läuft nichts zusammen und die Saarland Hurricanes klopfen quasi permanent an die Tür zur Stuttgarter Endzone. Und diesmal treten sie die Tür dann auch einfach ein. Wieder mit der Kombination Dobson und Richardson, das gleiche Play wie vorhin schon mal zum Touchdown. Diesmal aus 6 Yards Entfernung. 23:0 für die Gäste. Also jetzt muss was funktionieren bei Stuttgart. Und bitteschön, Tom Schneider auf Michael Tober, 34 Yards. Die ersten Punkte für die Gastgeber, 7:23. Tja, ein zartes Pflänzchen Hoffnung keimt da auf. 5 Minuten, 5 Sekunden. Für Ende des dritten Quarters und weil das so schön war, kurz danach gleich nochmal Schneider, diesmal auf Donald Walker für 30 Yards in die Endzone und nur noch 14:23 aus Sicht der Gastgeber und zu Beginn des vierten Quarters war wieder realistische Hoffnung bei den Scorpions da. Da haben wir Tom Schneider, erstmal aus der Shotgun, dann ist er auf der Flucht und läuft auf die linke Seite. Und dann die Stuttgarter an der 19-Yard-Linie. Ballübergabe an Lukas Hitzker. Und dann ist auf einmal die Lücke frei über die Mitte. Touchdown Stuttgart, nur noch 21:23. Ja, und jetzt hätte dann was kommen müssen. 8,5 Minuten vor Ende der Partie von der Offense der Saarland Hurricanes. Was kommt? Andre Buford. Das ist nicht so schlecht, dieser Lauf hier, reicht aber nicht fürs First Down, also die Canes müssen wieder punten. Die Stuttgarter Offense nach 3 Drives mit Touchdowns abgeschlossen in Folge, hier Schneider auf Fabian Weigel für 12 Yards.
Dann Schneider auf John Pike, der dann auch in der Offense auftrat für 16 Yards. Und schon fehlen nur noch 5 bis in die Endzone der Gäste. Und da haben wir Tom Schneider und aus der Entfernung macht er das gerne dann auch selber. 28-23. 4 Touchdowns in Folge für die Offense der Stuttgart Scorpions, die vorher nix auf die Kette gebracht hatte. Ja, aber 40 Sekunden vor Ende der Partie, dann 4. und 6 für die Saarland Hurricanes. Die letzte Chance für die Gäste, ein fast gewonnen geglaubtes Spiel nochmal zu drehen. Das klappt nicht. Corey Chapman mit dem Sack gegen Dan Dobson. Riesenjubel in Stuttgart. Die Scorpions schaffen ein fantastisches Comeback nach 0-23 Rückstand. Im 4. Quarter gewinnen sie noch 28-23. Große Kulisse im Dresdner Glücksgasstadion für die Partie sieglos gegen ungeschlagen. Die Hamburg Blue Devils waren zu Gast bei den Dresden Monarchs. 4.302 Zuschauer wollten das sehen. Der erste Drive der Blue Devils endete mit einem Punt. Der Return der Dresden Monarchs allerdings nach einer Strafe auch ungültig. Das bedeutet, die Gastgeber in den goldenen Trikots und den weißen Hosen beginnen dann doch relativ weit vor der eigenen Endzone und kurz danach ist es 3. und 6 an der 15. Und da haben wir Jeff Welch, der gibt den Ball an Trevor Deed und der läuft für 14 Yards. Neues First Down, Dresden. Deed, der eine Neuzugang, Welch, der andere Neuzugang, der findet hier Jan Hilgenfeld für 23 Yard Raumgewinn. Also die Dresdner bis jetzt mit einer ganz, ganz starken Saison und mit einem starken ersten Drive. Das ist der Endaround zu Jan Hilgenfeld, 18 Yards in die Endzone. Außerdem gab es für die Conversion 2 Punkte, also Dresden führt 8-0. Dann sehen wir den neuen Quarterback der Hamburg Blue Devils. Er heißt Zach Maynard, kommt von der University of California und hat hier einen 3. und 14 und findet Kai Stange für 16 Yards Raumgewinn. Tja, an der Universität von California in Berkeley, da war ein gewisser Aaron Rodgers heute bei den Green Bay Packers, einer der Vorgänger von Zach Maynard. Und dass Maynard auch kein schlechter ist, zeigt er hier, 24 Yards in die Endzone, wieder zu Kai Stange, nicht im Bild, aber trotzdem Touchdown 8-7. Dann die Gastgeber mit Welch und Radko Zoller. Zwei Yards vor der Endzone, Welch mit der Ballübergabe zu Trevor Deed und die Gastgeber bauen die Führung aus auf 15-7. Aber mit dem neuen Quarterback die Hamburg Blue Devils offensiv kaum wieder zu erkennen. Das heißt, es entwickelte sich ein munteres, ein flottes, ein offensives Spiel. Das hier ist Maynard, als Passer haben wir ihn gesehen. Als Läufer ist er auch nicht übel, 13 Yards für den neuen Spielmacher der Devils. Und dann sind wir im 2. Quarter, denn das war das letzte Play im 1. Durchgang. Und das erste Play im 2. Durchgang ist dann auch nicht so schlecht, dass wir ihn zeigen. Maynard auf Kai Stange, 8 Yards, Touchdown, 14-15 aus Sicht der Gäste. Dann aber wieder die Monarchs mit ihrer besten Angriffswaffe und die heißt Trevor Deed und der läuft hier für 17 Yards Raumgewinn. Und so gut die Offense der Devils auch spielte, die Defense bekam Trevor Deed nicht unter Kontrolle. Touchdownlauf von Deed, 22 Yards und 22-14. Aber trotzdem, die Hamburger konnten mithalten offensiv. Das ist Maynard mit dem Pass auf seinen Running Back, auf Kevin Marshall, der insgesamt minus Yards erlief, aber hier 26 Yards erfängt. Und dann Lauf Maynard über die linke Seite, Personal Foul für den Hit im Aus, gibt's noch oben drauf, also weitere 15 Yards und anschließend 3. Versuch und Goal für die Hamburger. Maynard bedient Brandon Kelsey, aber der kommt nicht in die Endzone, kein Touchdown für Hamburg, sondern ein Turnover on Downs. Immer noch 1. Hälfte, die Monarchs kurz vor der eigenen Endzone. Das ist Jeff Welch, der wirft und der Pass wird abgefangen von Patrick Hamid. Wieder Ballbesitz für die Hamburger. 3. und 5 an der 6-Yard-Linie.
Und dann probiert es Maynard selbst. Er läuft aber nur 2 Yards und deswegen zu Ende der ersten Halbzeit ein Field Goal versucht durch Matt Sain aus 21 Yards Entfernung. Der ist gut. 22-17 für Dresden zur Pause. Es war ein überraschend spannendes Spiel, weil die Sieglosen gut mithielten. Dann Anfang zweiter Halbzeit, das sind die Gastgeber. Das ist Trevor Deed. Das ist Trevor Deed auf dem Weg in die Endzone. Touchdown zählt allerdings nicht wegen einer Strafe. Und dann Welsh und sein Pass abgefangen von Kent Flanders. Das ist die gute Nachricht für die Hamburger. Die schlechte ist, sie mussten anschließend punten. Also wieder Dresden, jetzt mit einem 1. und 15. Trevor Deed und das sind 12 Yards. Und dann fehlen noch 40 bis in die Endzone. Ist ein Klacks, wenn man Jeff Welsh heißt und Sebastian Krech frei über die Mitte hat. 40 Yards der Touchdown für die Monarchs. 29-17. Aber Hamburg war stur. Hamburg war gut in diesem Spiel. Maynard auf Philipp Schulz für 58 Yards Raumgewinn. Schulz ein bisschen frei stehen gelassen von der Monarchs Defense, die vor dieser Partie erst 13 Gegenpunkte kassiert hatte. Das war ein anderes Bild hier. Das war schon der 23. Jetzt dann aber wieder die Gastgeber mit Trevor Deeds mit 27 Yards Raumgewinn. Und dann Welsh und Hilgenfeld und Touchdown und 36-23. Rein ins vierte Quarter. Dieser Zach Maynard hatte noch ein Tryout bei den San Francisco 49ers, nachdem er nicht gedraftet wurde. Sein Bruder Keenan Allen, der war Wide Receiver für ihn bei der University of California. In der dritten Runde ging der an die San Diego Chargers. Und da haben wir Maynard im vierten Quarter auf Kelsey an die 5-Yard-Linie, 25 Yards Raumgewinn. Und es folgt der Touchdown-Pass von Maynard auf Kelsey aus 5 Yards Entfernung. 36-30 der Zwischenstand. Die Hamburger also immer noch drin in diesem Spiel. Dann überspringen wir einen Monarchs Drive, der mit einem Fumble von Trevor Deed endete und einen Hamburger Drive, der mit einem Turnover und Downs endete und dann kommt Trevor Deed und fumbelt schon wieder. Zweiter Fumble für ja eigentlich den Mann des Spiels, aber das ist dann doch ein dunkler Fleck auf der hellen Weste. Aber es sind ja noch Kollegen da, die das gut machen können, denn die Hamburger versuchen es, aber es geht daneben. Pass von Maynard, abgefangen von Ron Linder, Touchdown Return 30 Yards. Und das war dann die Entscheidung im Spiel. Also Dresden schlägt Hamburg wie erwartet, aber das war ein hartes Stück Arbeit und Zach Maynard, der neue Quarterback der Devils, der scheint ein richtig guter zu sein. Das, liebe Zuschauer, war GFL-TV für diese Woche. War wieder viel drin in der German Football League. Verabschieden tun wir uns natürlich, wie immer, mit dem Plays of the Week. Sagen vielen Dank für Ihr Interesse und nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dann. Oh, I'm still
ein.